Der Schmerz im Bein hat seine Ursache am Rücken. In der Anfangsphase, wenn es akut schmerzt, ist Sport zunächst fast gar nicht möglich. Hier muss man Schmerzmittel einnehmen, um überhaupt eine normale Beweglichkeit wieder zu ermöglichen. Kann man sich wieder schmerzfrei bewegen, kann mit Sport die Rückenmuskulatur trainiert werden. So wird die Haltung der Wirbelsäule verbessert und die Nerven kommen wieder frei. Ein Beinschmerz sollte dann nicht mehr auftreten. Da im Alter die Muskulatur durch natürliche Prozesse immer weniger wird, ist jede Form von Kräftigung willkommen, um zu verhindern, dass eben eine Fallneigung eintritt. Gleiches gilt auch für das Gleichgewicht, den Gleichgewichtssinn, der auch trainiert werden kann und sollte. Also ein einfaches Krafttraining ist sinnvoll, verbunden aber auch mit einem gewissen Geschicklichkeitsanteil. Und grundsätzlich gilt, was man früher gerne gemacht hat, das kann man auch im Alter weitermachen. Jeder, der viel im Büro sitzt, hat ein Problem. Er ist nicht in Bewegung. Und diese Bewegung, egal welche, sollte er beginnen. Und sei es nur, dass er das Auto 100 Meter weiter abstellt von seinem Arbeitsplatz und so mehr zum Laufen kommt. Und jeden Tag ein bisschen mehr. Und da ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Wenn dann eben noch eine weitere Sportbegeisterung dazu kommt, dann spielen natürlich die eigenen Interessen eine Rolle. Der eine mag gerne Mannschaftssport, der andere mag gerne alleine trainieren, der eine möchte gerne ins Fitnessstudio und der nächste möchte lieber draußen arbeiten. Das ist alles möglich. Wichtig ist es, den Anfang zu machen, den ganzen Tag Freude an der Bewegung zu entwickeln und zu gucken, wo kann ich loslegen. Nur nicht zu lange auf dem Sessel kleben.